Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da und ihr habt mir ganz, ganz viele neue Bilder geschickt von euren Mini-Palutens. Einer hat Mini-Paluten Spaghetti gegeben. Und bei einer anderen Person war, glaube ich, eine Katze, die mitgechillt hat. Hier werden jetzt auch die ganzen Bilder eingeblendet. Und Leute, schickt mir gerne weiterhin Bilder von euren Abenteuern zusammen mit Mini-Paluten. Einerseits auf Twitter unter dem Hashtag Mini-Paluten. Und auf Instagram könnt ihr mich einfach in eurer Instagram-Story verlinken oder auf dem Bild, was ihr postet. Und wie immer, Leute, wenn ihr selber einen kleinen Mini-Paluten haben wollt, mit dem ihr ein paar Abenteuer erlebt, dann schaut auf paluten.shop oder paluten.store vorbei. Da gibt's den kleinen Fratz. Inklusive einer von mir unterschriebenen Autogrammkarte. Und jetzt habe ich genügend gelabert. Viel Spaß mit einer neuen Folge Among Us. Schön bitte Imposter. Oh, bitte nicht, Alter. Ich spüre schon. Paluten wird's nächste Runde. Ich spür's schon. Oh, nee. Ey, ja, aber hört jetzt nicht. Nee. Ich mache hier gar nichts. Ich bleibe hier einfach bei den anderen. Ich weiß nicht mal, mit wem ich's bin. Wer ist denn mein Freund hier? Das ist Maxify. Okay. Wer hat da wen gekillt? Ich war fast beim Lichtschalter schon. Ich bin ganz schnell weggelaufen. Winterkrieger stand auf der Leiche. Ja, ich wollte auch gerade Report drücken. Wir waren halt irgendwie gerade so. Und Paluten war, glaube ich, der andere. Paluten ist noch gemutet gewesen gerade, ist es ganz klar. Hallo. Jetzt hört man mich. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe gar nichts gemacht. Also es müssen Winterkrieger oder Paluten. Ich bin die ganze Zeit nur Maxify hinterhergelaufen. Also, beziehungsweise habe versucht, ihn zu suchen. Ich weiß nicht mehr, wer alles. Also Osaf war da, ich war da. Paluten war auch in der Nähe auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist Timmelt, weil er macht immer Licht aus dem Kind. Ja. Ich würde sagen, es ist Paluten, weil er gerade wieder sehr leise ist. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe mich die ganze Zeit selber gemutet. Warte, wie votet ihr jetzt gerade? Ich habe Paluten gewotet. Wow, Maudado, gerade du. Gerade du. Ich vote nicht on 7. Nee, ich vote da auch nicht. Ich glaube, es sind Paluten und Winterkrieger. Ja. Oder Osaf und Maudado, weil sie beide Paluten rausgekommen. Winterkrieger war sehr zu freundlich zu... Ich muss jetzt einfach noch jemanden mitnehmen, Alter. Wir müssen jetzt hier einfach gleich ein freaking Double Kill muss da rauskommen. Vor allem, ich kann jetzt Maxi. Hört man mich? Ich kann Maxi fein nicht mal umbringen, weil dann ja alle mich. Also, Winterkrieger macht mir richtig Angst. Okay. Ich versuch nur wieder mir ein Alibi zu beschaffen, indem ich bei euch chille. Ein Alibi. Bitte votet mich nicht wieder raus. Genau das hatten die letzten zwei Mal. Ich muss einen Paluten rausvoten, liebe Leute. Was hat der Osaf? Es ist ja aber niemand gestorben. Also, wenn ich sterbe, dann wird es Paluten sein. Ja, dann bin ich safe. Also, wenn Maxify drauf geht, dann weiß ich auf jeden Fall. Ja, und wenn Paluten stirbt, dann bin ich es. Also. 100%, Leute, 1000%. Das ist eine Imposter-Garantie. Meisterdetektiv. Garantie, oder? Das könnte auch Osaf sein, also mittlerweile. Ich bin. Es ist halt so. Die campen beide an Vitals. Mann, was ist denn das hier für Tryhards? Ganz ehrlich, da campen sie beide. Mann, ich habe hier keine Chance. Also, wer ist tot? Kedos, ich hab's auf dem Lebensmonitor gesehen. Kedos sind tot. Ich guck schon die ganze Zeit das Lebensding an. Paluten ist nicht tot. Ich bin nicht tot. Also aber die Sache nicht, war, Kedos und Winterkrieger sind zusammen zum Licht gegangen und das Licht wurde nie repariert. Heißt, ich habe hier... Ich bin gerade hingelaufen mit Winterkrieger. Ja, heißt, wohnt mir zuerst Cracker, weil Paluten der Kill nicht gewesen sein kann? Okay. Also Leute, ich glaube immer, der erste Kill war Osaf. Also. Nein. Osaf ist ehrlich beleidigt. Der macht gar nichts, der steht nur am Sport. Also ich glaube, es standen ja Osaf und Maudado standen ja die ganze Zeit bei den Vitals. Das stimmt. Ja, wurde mal Wintercracker Paluten. Okay. Außer du bist Imposter. Ist das jetzt Paluten oder ist das nicht? Ich glaube, es ist nicht. Nee, ich glaube nicht, dass Paluten ist. Oder würde Paluten sich mein Vertrauen holen so? Ja, würde er. Das wäre schon heftig. Ich bin so am Arsch. Ich kann nichts machen, Leute. Ich hab absolut keine Chance. Dadurch, dass sie an den Vitals stehen. Ich muss Maxify wegmachen. Aber die sind an den Vitals. Ja. Ist der gestorben? Nee, ne? Alle leben. Nö. Also ich würde jetzt Paluten voten. Warum denn mich? Was ja, weil es auf jeden Fall Cracker war, sonst hätten wir jetzt gerade verloren. Oder wir voten uns halt selber gerade raus, aber eine Post haben wir dann safe raus, Maudado. Warte. Erste Runde, der erste Kill. Konnte das Maxi sein? Unwahrscheinlich. Nee. Also ich war zwar nicht ganz am Anfang bei ihm, aber ich habe die ganze Zeit eigentlich an seinem Arsch gekriegt. Stand auf der Leiche und ich glaube, Paluten war direkt daneben. Nein, es könnte halt auch Maxi sein. Es kann auch Maxi sein. Nein, 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 n
war direkt bei ihm. Nee, aber warum verteidigt gerade Paluten Maxifer? Ja, wir verteidigen uns gegenseitig. Weil wir die ganze Zeit zusammen waren. Ja, Osaf kann es nicht sein, weil es Cracker war und Osaf war. Ja, aber was ist denn mit euch beiden? Muss einer von euch sein. Ich bin's nicht. Ich war auch für Wintercracker. Wir hätten verloren, wäre es falsch gewesen. Aber kann ja sein, dass er dann extra rausgeworfen ist. Ja, oder dass wir uns einfach extra nicht gekillt haben. Hey, ja, genau. Maxify, wen voten wir? Garantie bekommen auf Paluten. 100.000. Wen votest du? 100.000 auf Paluten habe ich bekommen. 100.000 Dollar Kopfgeld auf Paluten? Du hättest. Oh, ich hätte es skippen sollen. Ja, ich hab's vergessen. In der. Ich war so nervös. Ich möchte anmerken, ich hab das vor der Runde gecallt. Ja, aber die ganze Zeit zusammen unterwegs. Ich dachte mir die ganze Zeit. Ich hab auch nichts gemacht, eigentlich. Ich hab halt ultra gechoked am Anfang. Er hat mich vor Electrical einfach getötet. Ja, ich dachte bei Wintercrack, oh Scheiße, war das ein Doppelkill, den wir jetzt. War das ein sozusagen Go von uns beiden? Und ich hab's jetzt verkackt. Dann war ich die ganze Zeit bei Maxify und dachte mir, okay, der weiß, dass ich's bin. Ich hab keine einzige Task gemacht, nicht mal gefaked. Du läufst auch einfach mit mir mit. Ja, ja, also ich dachte mir nur, oh Mann, den Jungen kann ich nie umbringen, das geht nicht. Vor allen Dingen, ey, die größte Scheiße war auch Kedos. Ja, jetzt mit Paluten Imposter. Und dann werde ich Imposter und ich so, Scheiße, das ist doch. Ich bin direkt down. Gott sei Dank, ich dachte, ich werde jetzt nochmal hier Imposteroni, Alter. Das hätte mein armes Herz nicht mitgemacht. Ich bin jetzt einfach weg. Ohne Witz. Ich gehe jetzt schön nach unten. Da, wo das Gold begraben liegt. Also da ist wirklich wunderschön hier unten. Zack, Alter. Da, und das ist hier die Kiste. Bam, Alter. Speedrun. Hallo, ich habe jemanden gefunden, ich weiß noch nicht wer. Das hat lange gedauert. Scheiße. Also, ich bin sehr lange mit Maxify unterwegs gewesen, habe dort danach Osaf getroffen mit ihm. Dann habe ich sie allerdings bei einem schlimmen Event verloren und war alleine unterwegs und habe jetzt Kedos bei Security oder so gefunden, also sehr mittig in der Map. Ich kann für niemanden haften. Das Ding ist, der Kill muss sehr, sehr kurzfristig passiert sein, weil Maxi und ich haben gerade eben noch unten einmal die Vitals gecheckt. Ich schätze mal, bei Maudado und Krieger bin ich relativ sicher. Ich mache jetzt so ein bisschen Tryhard-mäßig jetzt hier. Bei euch allen, ich bleibe jetzt schön hier am Start, Alter. Dann macht doch eure blöden Kills. Macht doch hier so ein bisschen was. Ich mache hier nix. So, wer macht jetzt... Ja, es war doch wieder so klar. Ich drück schon mal Report. Scheiße, und ich bin ganz alleine. Paluten wurde vorne hinter dem Licht, also nein, Paluten. Licht ist gekillt. Und Maudado kann es immer noch gewesen sein. Ich mache jetzt Autogrammkarten. Leute, es muss Timid sein, weil es muss ein neuer Imposter sein, weil sonst niemand diese Türen die ganze Zeit zumacht. Okay, Timid raus, zack. Ich fand Osaf nein. Aber wartet. Aber Osaf muss eigentlich einen Self-Report gemacht haben, weil ich war mit euch in Electrical dann. Und es ist Timid, hundertprozentig, wieder tausendprozentige. Ja, aber du bist mit uns nicht reingekommen, Osaf. Keine schlecht. Wir müssen niemanden rausbauen. Osaf. Ich glaube, es ist ein Self-Report. Nein, ihr könnt doch jetzt nicht Osaf draus machen. 5 Milliarden aber Prozent, Leute. Ich lege noch mehr drauf. Wenn ich es gewesen wäre, dann wären schon viel mehr Leute tot. Wenn es Maxi ist, dann blame ich dich. Ich glaube, Maxi, ihr habt mich doch... Maxi ist es nicht, Leute. Ich hab's im Gefühl. Ja! Ich könnte mir vorstellen... Warte, wer hat denn... Hat ihn irgendjemand gedeckt? Maxify ist unwahrscheinlich leise. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was im Busch. Es gibt hier kaum eine Möglichkeit. Ich wüsste gern, wer Kedos war das ein Double-Kill und ich hab wieder recht verwandt. Nee, kein Double-Kill, dann hätten wir schon verloren. Okay, eben. Gott sei Dank. Maudado, wo war die Leiche? Beim Licht wahrscheinlich auch. Ja, beim Licht. Ne? Ich glaube, standen alle drin, oder? Ich glaube. Also ich bin legit nur mitbekommen gerade. Das wird jetzt echt schwer zu sagen. Wir sind alle ganze Zeit auf dem Haufen gewesen, glaube ich. Ja. Ich weiß, Cracker, ich hatte dich in meiner Sicht, fällt so ganz leicht. Der war weit vorne, ne? Ich glaube, ich war der Erste am Licht. Also ich bin ich recht proof, Leute? Also ich sage, Paluten hat mich die erste Runde geprooft. Du warst bei Timid voll dabei. Aber vielleicht ist es halt echt Fufu. Es hat halt echt perfekt gepasst, auch mit dem ersten Mord, weil ich ihn genau verloren habe und dann ist der erste Mord passiert. Fufu, machen wir es so. Wenn du der Imposter bist, dann voten wir dich nicht raus und du darfst uns jedes Mal töten, okay? Alle. Oh wenn nein, du's bist. Endlich einmal bist gewinnen. Du? Ja, wollen wir noch Cracker rausmorden, damit es schneller geht? Ist das wirklich? Ich weiß nicht, wer es ist.
Man kommt. Oh, jetzt hat Maxify hat alle verloren, beziehungsweise ist vorgelaufen. Oh, jetzt geht Fufu. Ja, er muss es sein. Er muss es sein. Er versucht da jetzt noch schnell den Kill zu machen. Jetzt macht er da den Kill. Evelyn. Nein! Keiner reportet! Cracker, wo bist du überhaupt hin? Ich hab meine Aufgaben gemacht. Wie hast du das gemacht? Krass, Fufu, ist es? Krass. What? Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Among Us. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Autogrammkarten für euch unterschreiben. Hier sind noch Videos verlinkt. Schaut auf dem Team Paluten-Kanal vorbei. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist der Paluten-Shop. Genauso aber auch wie unsere heutigen Mitspieler. Und jetzt, Leute, danke fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.